Kein Silvester ohne Marzipan-Glücksschweinchen. Diese kannst du ganz einfach selber machen. Du brauchst dazu keine Modellierstäbchen oder sonstige speziellen Küchenutensilien. Ich zeige dir in diesem Video Schritt für Schritt, wie ich Marzipan-Rohmasse einfärbe und daraus meine Glücksschweinchen auf Kleeblatt forme. Und damit willkommen bei der Lifehackerin. Für unsere Glücksbringer brauchen wir Marzipan-Rohmasse, Puderzucker sowie Lebensmittelfarbe. Wer mich kennt, weiß, Handschuhe in der Küche sind nicht so mein Ding. Aber hier ziehe ich welche an, denn Marzipan ist sehr klebrig und vor allem möchte ich nicht mit bunten Händen ins neue Jahr starten. Zum Marzipan gebe ich Puderzucker dazu und arbeite diesen in den Teig ein. Das ist notwendig, weil Marzipan-Rohmasse nicht so fest ist wie Modelliermarzipan. Du kannst auch direkt Modelliermarzipan kaufen, der ist in der Regel aber teurer. Auf 100 Gramm Rohmasse verwende ich 50 Gramm Puderzucker. Du kannst aber auch 1:1 mischen, also 100 Gramm Marzipan und 100 Gramm Puder oder Staubzucker. Die Masse ist nun deutlich fester geworden, damit können wir später sehr gut unsere Schweinchen modellieren. Ich teile das Ganze nun in zwei Teile, einen größeren und einen kleineren, also etwa 2/3, 1/3. Das größere Stück färbe ich mit roter Lebensmittelfarbe, Schweinchenrosa, ein. Ich gebe dazu ein paar Tropfen Farbe auf das Marzipan und knete dieses ein. Wenn du es dunkler haben möchtest, kannst du einfach nochmal etwas Farbe dazugeben und einarbeiten. So weitermachen, bis du deinen gewünschten Farbton hast. Das andere Stück färbe ich grün ein. Und da grüne Lebensmittelfarbe gerade aus war, mische ich gelbe und blaue Farbe. Auch hier kannst du jederzeit nochmals Farbe dazugeben. Und wenn du das Gefühl hast, dass der Marzipan zu stark klebt oder zu wenig fest ist, kannst du auch noch weiteren Puderzucker dazugeben. So, und ab jetzt wieder ohne Handschuhe. Aus dem grünen Marzipan forme ich vierblättrige Kleeblätter. Dazu rolle ich den Marzipan erstmal dünn aus. Nun nehme ich einen kleinen Herzausstecher und steche vier Herzen aus. Die Spitzen drücke ich etwas rund und lege sie so zueinander. So entsteht mein Kleeblatt. Selbstverständlich kannst du auch einen Kleeblattausstecher verwenden oder die Form mit dem Messer ausschneiden. Aber ich finde es so mit dem Herzausstecher am einfachsten. Pro Schweinchen bereite ich einen Glücksklee vor, denn das wird ja der Boden für die Schweinchen. Für die Schweinchen brauche ich je einmal eine größere Kugel, etwa so wie eine kleine Walnuss. Die rolle ich rund, leicht länglich. Dann brauche ich eine wesentlich kleinere Kugel für die Schnauze. Diese drücke ich etwas flach und bringe sie vorne auf der größeren Kugel an. Aus zwei nochmals kleineren Kugeln forme ich die Ohren. Dazu drücke ich die Kugel auf einer Seite etwas zusammen und rolle da eine kleine Spitze. Die Ohren etwas über der Schnauze links und rechts anbringen. Ein letztes Stück Marzipan rolle ich zu einer ganz dünnen Schlange, das gibt das Ringelschwänzchen. So leicht kringeln, hinten ans Schweinchen anbringen und final drapieren. Nun nehme ich ein Essstäbchen und drücke damit einmal zwei Nasenlöcher ins Schnäuzchen. Ebenso drücke ich die Ohren in der Mitte ein. Und oberhalb der Schnauze noch zwei Augen. So kommt mein Glücksschweinchen auf das Kleeblatt und ist bereit für Silvester.
Du kannst deine Schweinchen natürlich beliebig groß oder klein machen, nur die Proportionen sollten stimmen. Meines ist nun samt Kleeblatt 30,8 Gramm und ohne Kleeblatt ist es 23,2 Gramm. Aus dem restlichen Marzipan forme ich noch weitere Schweinchen, denn bei uns bekommt jeweils jede Person an Silvester ein eigenes Schweinchen als Tischdeko. Für ein Schweinchen brauchst du also eine große Kugel, eine kleine und drei ganz kleine für die Ohren und das Schwänzchen. Das Kleeblatt als Boden ist natürlich optional. Du kannst die Glücksbringer auch sehr gut vorbereiten, denn sie halten kühl und trocken gelagert gut 1 bis 2 Wochen. Ich gebe sie gerne in eine Tupperdose und lagere sie so bis Silvester oder Neujahr im Kühlschrank. Das Rezept mit Fotos findest du auch nochmals bei uns auf dem Blog. Mit diesen Glücksschweinchen wünschen wir nun auch euch ganz viel Glück fürs neue Jahr. Danke, dass ihr im Alten an unserer Seite wart. Wir freuen uns auf ein tolles 2024 mit euch. Ina und ich wünschen euch nun einen tollen Silvester, einen guten Rutsch. Kommt gut rein ins neue Jahr. Wir sehen uns dann übrigens auch noch mit dem Jahresrückblick. Den haben wir jetzt nicht mehr geschafft, aber kommt noch, versprochen. Bis dann. Tschüss.